Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Garten Challenge. Dies ist Teil 24. Es ist morgen und heute ist das Sommergärtnernfest. Und die Zwerge stehen auch schon alle bereit, versperren das halbe Wohnzimmer. Eben standen sie ums Bett rum. Lisa ist fast ausgeschlafen. Wach du mal auf. Und ich weiß, du bist ein bisschen dreckig und ein klein wenig hungrig, aber ich würde sagen, fang doch erstmal hier an und wertschätze mal diesen Zwerg, dann ist das schon mal erledigt. Jawohl. Okay. Und jetzt beschwichtige ihn mal. Ich hoffe, das mit dem Kaffee funktioniert. Ich hatte jetzt auch schon ziemlich oft Misserfolge mit Kaffee. Aber die anderen können genauso schief gehen. Wahrscheinlich ist das zukunftsgesteuert. Na, da hat sie doch schon mal Glück gehabt. Da mache ich jetzt einen kurzen Screenshot. So. Huch, die guckt ganz erstaunt. Das ist lustig. So. Was sie wohl hat. Na, ein bisschen höher. So ist besser. So, wie sie da alle stehen, die Zwerge. So, jetzt kannst du wieder was machen. Gut, einen hast du schon geschafft. Wir machen noch ein paar mehr. Wahrscheinlich nicht alle. Probier es auch mal hier mit Kaffee. Uiuiui, Glück gehabt. Sehr gut. Dann nehmen wir jetzt den hier. Und auch Kaffee. Ich denke mal, drei müssten eigentlich schon reichen. Ja, ich würde sagen, wir lassen es mal bei den dreien. Auch wenn wir hier viel mehr haben, dann würden wir natürlich mehr Samen kriegen, glaube ich zumindest. Ich glaube ja. Aber jeder, den wir mehr probieren, erhöht die Chance, dass sie dann wieder durch ganz viele Stromschläge durchgehen muss. Und das ist ja doch sehr unangenehm. Jetzt kannst du dir mal was zum Essen holen. Mal gucken. Wenn mir die Samentütchen den Tag über nicht reichen, dann kann man ja vielleicht noch mal welche hinterher beschwichtigen. Ja, da kommt was rein. Das ist gut. Sehr gut. Hier auch. Nee. Hier. Duschen. Die sind schon lustig, wie sie hier so um den Tisch rumstehen. Das räume ich gerade mal weg. So. Okay, jetzt kannst du dich hier mal um den Garten kümmern. Hier ist wieder schön alles gewachsen. Okay. Alles gießen brauchen sie nicht. Oh, hier kann man weiterentwickeln. Gut, das sollten wir natürlich sofort machen. Ich sag hier einfach mal alles ernten, weil ich glaube, wir haben genug hier in diesen Blumentischen. Und eigentlich geht es ja auch in erster Linie darum, dass sie die 100.000 zusammenkriegt. Da kann sie dann noch was aufmachen. Und wenn sie das heute alles verkauft hat, habe ich alles ernten gesagt? Na toll. Ich will alles verkaufen. Alles verkaufen. Was hat sie denn hier schon geerntet? Naja, zum Teil können wir die da reinpacken. Die Löwenmäulchen und so und die Stechpalmen. Ein paar Rosen hat sie auch.
Ja, und Glockenblumen kann man dann gebrauchen, um die Blumen haltbar zu machen. Hier hat sie noch Fische, mit denen sie gar nichts anfangen kann. Den Thunfisch, den kann sie zum Düngen nehmen, ja. Ah, und was ist denn hier an? Sind da irgendwelche neuen Samen reingekommen? Ja, wahrscheinlich hier die grünen Erbsen. Gut, das ist ja normal. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass da jetzt Tulpensamen kommen. Ja, und dann kannst du auch mal mit Patchy quatschen. Der versteckt sich hier hinterm Haus. Aber bestimmt freut er sich über ein nettes Gespräch. Teil mit ihm mal die Sommergärtnernstimmung. Und dann kannst du mit ihm ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Und vielleicht über Vögel reden. Das ist immer gut, weil das ist ja sein Fachgebiet. Sein Tag verschönern. Oh, und du kannst auch mit deinem größten Fang angeben. Aber erst später. Ich meine, immerhin hast du mal einen Fisch gefangen, der 1400 wert war. Levelaufstieg. Level 8, das ist gut. Kann man inzwischen ab Level 8, wie heißt es, Garten pflegen? Das ging früher ab Level 8 oder ich glaube sogar ab Level 7. Und ich habe den Eindruck, dass das jetzt erst ab Level 9 geht. Aber sie ist jetzt hier so beschäftigt, dass ich gar nichts machen kann. Ich lasse sie mal schneller quatschen. So. Ihr Sozial müsste jetzt eigentlich gut ansteigen. Ja. Jo, umarmt haben sie sich so. Also, ich habe keine Option Garten pflegen. Dann muss sie wohl tatsächlich Level 9 schaffen. Na gut. Irgendwann kriegt sie den bestimmt, aber wahrscheinlich nicht mehr, bevor die 100.000 zusammen sind. Das dauert nur noch 2 Tage oder so. Dann hat sie 100.000 auf der Tasche plus Haus. Ja, ihr habt hier nur eine Samentüte ausgespuckt. Das gibt's doch nicht. Na, dann müsste ich schon noch mehr von den Zwergen aktivieren. Tulpe! Sehr gut. Haben wir zufällig noch so eine Holzkiste im Inventar? Nö. Oh. Sie hat eine Karaoke-Maschine. Die hat sie wohl vom Weihnachtsmann gekriegt oder so. Also, dann soll sie schnell so eine Kiste bauen. Hier, Möbel herstellen. Gartenpflanzkiste. Ganz zacki-zacki. Das Gewächshaus ist ja eigentlich noch groß genug dafür. Könnte man hier hinstellen. Ja, um Tulpen ging es uns ja und um Krokus. Vielleicht kriegen wir auch noch Krokus. Dann kann sie gleich noch so eine Kiste bauen. Möbel herstellen, Gartenpflanzkiste. So, zacki-zacki. Jawohl. Ja, in Fullspeed geht das relativ schnell, dieses Gartenkisten bauen. Jetzt kannst du hier noch die Pakete aufmachen. Frühlingspflanzen, das ist gut. Da könnten Krokusse dabei sein, aber waren's nicht. Hier sind auch noch welche. Weintrauben. Weintrauben sollten wir eigentlich auch anpflanzen oder wenigstens aufheben, draußen anpflanzen. Hier hat sie Stechpalme, die haben wir ja schon. Ich hole auf jeden Fall mal diese Pflanzkästen raus, die sie gebaut hat.
So. Den für die Tulpen. Und da können wir vielleicht erstmal die Weintraube reinsetzen. Auch drei, das ist doch ganz gut. Wo sind die Tulpen? So. Und die Weintrauben. Dann machen wir die Krokusse im Zweifelsfall beim nächsten Fest oder ich lasse sie so Samenpakete mal kaufen. Jetzt kannst du hier mal pflanzen, meine Liebe. So, und mit der Stechpalme, das überprüfe ich mal, ob ich die wirklich schon habe. Christrosen haben wir recht viel, Schneeglöckchen. Ah, Christrosen, richtig üppig. Dahlien. Rosen. Zwiebeln, Stechpalme, hier eine ganze Kiste voll. Gut, also Stechpalme brauchen wir nicht neu. Ja. So, dann kannst du die auch gießen. Ich bin ja mal gespannt, wann die Kuhpflanze groß wird. Aber die braucht jetzt immer ein paar Tage. So, hier kann sie weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, auch eine für ihr Bestreben. Ja, jetzt hat sie schon 6 von 10. Gut, das kann sie schaffen. Und jetzt hat sie schon wieder Hunger. Na, der Salat hält wohl nicht so lange vor. Oh, und hier sind noch Pflanzen, Samentüten. Hier kannst du Reste nehmen. Oder vielleicht lasse ich sie schon noch mal hier einen beschwichtigen. Versuch's noch mal mit Kaffee. Das hat gut geklappt. Oh. Nein, nein, nein. Weißt du was? Machst du erstmal einen Vorsatz. Huch. Ah, da war ja Vorsatz fassen. So, dann hast du einfach nur, damit das erledigt ist für dein Fest. Und jetzt, vielleicht kann sie ihn erstmal wertschätzen und dann seine. Nee, ich glaube, das hilft. Na, wir werden sehen, ob das hilft. Weil jetzt ist es ja sehr rot. Oder etwas rot. Aber ob dieses Wertschätzen dagegen hilft? Nee, ich glaube nicht. Fleh einfach mal um Verzeihung. Ja, jetzt kommt das übliche Drama. Achtung, es wird gleich blitzen und donnern. Ja, genau. Und jetzt nochmal um Verzeihung flehen. Oh, das ist gut gegangen. Okay, jetzt kannst du dir was zu essen holen. Ich hoffe, es gibt dann ein paar mehr Samentütchen. So. Ja, jetzt ist es schon wieder 23 Uhr bei ihr. Ich denke, wenn sie gegessen hat, können wir schon noch mal für 2, 3 Stündchen nach Willow Creek oder wir gehen noch mal in die Waldlichtung. Ja, würde ich sagen, wir gehen noch mal zur Waldlichtung. Ja, dann wird sie nur ein paar Stunden durchhalten, aber sie muss ja auch spätestens um 4 wieder daheim sein. Okay.
So. Jetzt gehst du hier einfach nochmal schön angeln. Ohne Köder. Und das nächste Mal, wenn wir zur Waldlichtung gehen, dann gehen wir mal über den offiziellen Zugang. Weil ich frage mich, ob das vielleicht dann besser erhalten ist, weil irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Sie kann zwar gut angeln und das, ja, die Sachen sind auch so, wie sie sonst auch sind, aber seht ihr hier, wie die Bäume sind irgendwie nicht dreidimensional, die sind ganz komisch, zumindest diese rosanen. Der hier ist normal. Verschwindet, aber das tun die. Der verhält sich richtig und diese Bäume sind komisch und auch das Licht ist anders als sonst. Sonst sieht es hier irgendwie alles rosa aus. Also schon das grüne Gras, aber das Licht ist irgendwie rosaner. Und die Bäume sehen auch irgendwie unecht aus. Ja, und vielleicht ist das, weil ich diesen Baum von ihrem Grundstück genommen habe. Und vielleicht ist es aber auch, weil es durchs Update kaputt gegangen ist. Ich habe davon noch nichts gehört, aber das kann ja durchaus sein. So. Ja, vielleicht kann sie mit dem auch düngen. Oder den stecken wir noch in ihr Aquarium, weil den finde ich sehr, sehr schön. Diesen Diskusfisch. So, jetzt dürfen wir sie nicht zu lang angeln lassen. Was hat sie hier? Ein Kugelfisch. Ja, Sommergärtnern war erfolgreich. Na, das ist doch gut. Ja, jetzt gleich muss sie wieder nach Hause. Eine Kuhpflanzenbeere. Na, das ist ja nicht schlecht. Ja, aber keine Orchidee. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich da auf der Waldlichtung schon mal Orchideen geangelt habe. Selten vielleicht. Ist blöd, dass ich mich nicht erinnere und dass ich diesen Teich, wo ich weiß, dass es die gibt, dass ich nicht weiß, wo der steht. So, meine Liebe, du darfst jetzt gleich mal ins Bettchen gehen. Und ich kümmere mich mal drum, dass ich die Fische verteile. 3 Stück haben wir davon. Na, prima. Jetzt muss ich darauf achten, dass es nicht gleich zu schnell wird. So, legst du dich hin? Ja. Na, bis sie mal da im Bettchen liegt. Ach, und jetzt kommt der Vampir. Na toll. So. Ja, die sind alle ausgezeichnet. Dann wird das halt ein Diskusfisch-Aquarium. Noch steht er da rum, der Vampir. Der Guppy ist schon faul. Naja, da können wir mal mit düngen. Na, vielleicht, weil sie gerade eben noch wach war. Wenn man richtig schläft, kommt er rein und beißt ein. Ja, jetzt. Mal gucken. Ja, irgendwie kriegen wir hier gruselige Musik. Und? Machst du jetzt was Böses oder nicht? Hier kann man auf jeden Fall nichts machen. Das kannst du nicht tun, während ein Vampir eindringt. Vielleicht kann ich sie aufwecken. Mal gucken. Nein, sie schläft jetzt tief und fest. Ich glaube, er kann sich nicht entscheiden.
Tja. Na, ich hoffe mal, dass er jetzt nicht die ganze Nacht so ein Theater macht. Also tu, was du tun musst, oder hau ab. Besser ist, wenn du abhaust. So kenne ich das nicht. Ob ich ihn entbuggen kann? Objekt zurücksetzen. Mal gucken, was er jetzt macht. Das war ja eine Weile kaputt und sie haben es jetzt anscheinend wieder repariert. Jetzt fängt er wieder mit dem Theater an. Ich lasse es mal schneller laufen. Weil irgendwann, wenn Tag ist, muss er hier abhauen. Oder er verbrutzelt? Jetzt gucken wir mal, ob er erfolgreich abgehauen ist. Ja, jetzt ist er erfolgreich abgehauen. Gut. Der festgebackte Vampir. Okay, gut, jetzt ist sie schon wieder wach. Der nächste Tag ist da. Das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.